Habe ich jetzt? Warte mal. Habe ich jetzt noch mehr kaputt gemacht? Hat du? Ich weiß nicht. Ich bin gerade. Ich bin. Da hatte du das da? Nee, alles cool. Alles okay. Okay. Cool. Okay. Bist du fertig? Achso. Also ich bin fertig. Du musst nur auf Dings drücken, glaube ich. Weil ich warte, glaube ich, auf dich. Ich habe hier gar nichts drin. Also ich kann auch nicht auf zurück oder so. Ich jetzt auch nicht. Ich warte jetzt, dass der Countdown abläuft. Möbelhaus. Komisch. Okay. Komisch. Flüng. Also, die eine oder andere Macke haben sie bereits ins Spiel reingepatcht, aber unspielbar haben sie es leider Gottes noch nicht gemacht. Weil, also ich versuche hier wirklich so gerade, wie es geht, zu sitzen, ohne eine Rückenlehne, weil ich habe Angst, dass wenn ich mich zurücklehne, dass ich wegbreche und sterb. Sie waren 30 Jahre lang befreundet. Brokeback Mount. Sie beide zum Zeitpunkt seines Todes bei ihm waren. Bin für jede Idee offen. Oh, hören Sie sich meine Stimme an, ich bin ein Filmschurke. Mhm. Vor allem das Problem ist ja, jetzt muss ich das dieses Wochenende sowieso noch damit leben, weil ich morgen ja nicht in so ein Möbelhaus komme. Sie haben das doch alles geplant! Und welche Beweise haben Sie für diese absurden Anschuldigungen? Ich bin der nationale Sicherheitsberater. Ich verhindere terroristische Angriffe. Ich plane sie nicht. Sie Lügner! Wenn Sie beide so von ihrer Unschuld überzeugt sind, können sie sich ja umgehen stellen. Dafür wird er bezahlen. Das wird ja immer besser und besser. So. Wenn ich so gerade sitze, wie ich nur kann, und so ruhig sitze, wie ich nur kann, dann kann mir dann nehmen wir eine fette Spinne. Bei Käse funktioniert das. Bei mir sei mir also okay. Ist das da drüben ein schwedischer Sonderfälschermodel? Vor allem, er macht Geräusche, der Stuhl. Wenn ich mich bewege. Ich muss echt mal gucken. Vielleicht finde ich einen bei Amazon, wo für Leute mit so großen Arschbacken für mich irgendwie passen. Ob es uns gefällt oder nicht. Gibt es sowas überhaupt? Wenn Sie mir helfen, Simmons zu schaffen. Gehört das alles Simmons? Jess, nur mal so gefragt. Ey, die Skelette sitzen hier auch so nach dem Motto: Ey, hast mal einen Euro! Diese Ada. Wir trauen. Ich mag diese Fotos von Leichen. Wirklich keine einfache Frage. Eine Vorgeschichte, was? Diese hochauflösenden 2D-Leichen im Hintergrund, die sind so toll. Ja. Gruppenselfie. Gruppenselfie. Und dann gibt's solche wie ihn hier. Er ist beim Roffeln gestorben einfach. Ach ja, da ist ja dann die nächste Knarre drin. Bloß nicht bewegen. Ach nee, warte mal, da war ja eine drin. Was haben wir denn? Eine Klapperschlange! Ach, für dich auch, gut. Hattest du jetzt deine eigene AK? Ja, ich habe meine eigene Klapperschlange. Hör dich nur auf zu heulen, du Latte. Wer ist für die Einrichtung zuständig? Hey, Freunde, Party hart! Dauert nur 3 Jahre, bis wir da jetzt ankommen. Würdest du mal Beyond Two Souls spielen? Hab ich sogar mal getan. Findest du auf YouTube bei mir. Können wir? Ich glaube, wir können. Okay.
Kling, kling. Ja, ja, immer. Will sehen, dann guck auf meinen YouTube-Kanal und guck's dir an. Feuer. Also da gehen wir nicht lang. Oder spielen Sie gerne mit dem Feuer? Los, finden wir einen anderen Weg. Ich werf dich. Cool. Schmeiß mich. Toss mich. Hallo, Freunde. Kommt das Spiel auf YouTube? Yes. Ja, ich hab das Spiel Beyond Two Souls habe ich am Stück hochgeladen. So, yeah. Alter, lässt du das mal... Nein. Er liebt dich. Ich finde das so geil, dass du einfach siehst, wie da so ein Zombie versucht, dieses Ding zu bedienen. Okay, hier ist nix. Ups. Ey. Hallo. Da steht was auf der Tür. Bringt Beweise für die Verwandtschaft. Verwandtschaft? Simmons Stammbaum? Ich habe keine Beweise dabei. Sie etwa? Nein, ich habe nichts. Ob hier irgendwas Brauchbares herumliegt? Feuer! Dieser Ring von Aiden. Feuerstrahl! Das hat sie angetan. Es wäre so cool gewesen, hätte er bei der Szene einfach voll daneben gegriffen, aus dem wäre ein Abgrund gefallen. Guck dir mal die Seite Max Nomek die Seite an. Da sind echt gute Stühle bei. Auch für Leute mit solchen großen Ärschen wie mich. Also wir brauchen halt schon was für einen Breitarsch. Ja eben, wir brauchen was für einen Breitarsch. Da gestehe ich mir ein, dass ich einen breiten Arsch habe. Also in dem Punkt sind wir dasselbe Baujahr, also. Ja. I got a big butt and I won't lie. Boy, boy. Ich find's geil, wie die einfach ins Feuer rennen. Auch für große Ärsche, okay, das ist schön. Dann muss ich demnächst mal ein bisschen ausmessen, glaube ich. Weil ich habe auch bei Amazon, wie gesagt, welche gesehen. Musst du deinen Arsch vermessen? Nein, nicht meinen Arsch unbedingt, sondern... Oh, hi. Kommt ihr denn her? Ach ja. Mit deinem eigenen Scheiß verprügelt. Ich vergesse es immer wieder, dass die jetzt Sprengstoff mit sich rumschleppen. Oh geil, ich dufte nice. Du stinkst. Was zur... Er liebt dich. Oh nein, es ist Doppelkopfmeister. Oh fuck, da kommen mehrere. Oh fuck, da kommen mehrere. Fortnite Bob. Hol, geh da weg. Geh da weg. Geh da weg. Ist okay. Gib Zunder. Ich geb Zunder. Brah! Ja, aber sind echt verdammt gut und die halten auch richtig lange. Okay, was für eine Preisklasse reden wir da? Weil ich habe ja, also ich habe schon mal auf Amazon geguckt und ich müsste, wie gesagt, mal ein bisschen messen, wie groß das denn am Ende ist, weil ich kann irgendwie so Längen und alles immer nicht so richtig einschätzen. I fail at that. Ah, shit. Warte mal. Meine Güte, ich renne mit zu viel Zeug durch die Gegend. Wobei, ein zweites Rotes bringt mir jetzt auch nichts. Ist es rot, bist du tot. 300. Autsch. Okay, das ist eine Menge Geld. 300 für den Stuhl, das ist eine... Das ist eine Ansage. Klingt nach Comfortzone. Ja... Ich muss mal, wie gesagt, gucken. Vielleicht gucke ich auch erstmal auf Amazon. Da sind die Sachen ja auch angegeben, wie groß die jeweils sind.
Normalerweise würde ich am liebsten sowas eher Probe sitzen, aber da wüsste ich nicht wo. Es wäre zu schön, wenn irgendwas mal von warmem Wasser überflutet wäre. Warum willst du vom warmen Wasser umgeben sein? Überleg dir diesen Wunsch zweimal, Ian. Also in Afrika haben sie sehr warmes Wasser. Es glüht sogar. Krug zertreten. Na, hier ist noch ein... Genau. Nee. Huch. Wach auf, Dracula! Dracula, heilig. Helena. Na los. Ist ja gut, ich bin unterwegs. Na los. Na los. Hier drüben! Schon rastet aus. Ich stehe im kalten Wasser. Mir ist kalt. Mein Schlüpper ist nass. Ich hab Wetter in die Schuhe, ich hab Wasser in der Hose. Sogar meine Haare sind nass, aber sie glänzen perfekt. Look at my hair is amazing. Oh. Hey, Tadossa. Tradossa, sorry. Nee, aber es muss echt ein neuer Stuhl her. Das ist... It's fact. Jackpot. Tredossa, danke dir fürs Followen. So, und Sesam. Es funktioniert. Du könntest zwar jetzt schon locker rüber. Ah! Oh nein. Dero. Das ist immer ein größerer Fisch. Guck dir ja nicht meine durchnässte Bluse an. Leon! Es würde mir nie einfallen. Helena! Kabutz! Du auch? Gebe ihn Deckung so gut ich kann. Machen Sie weiter! Spoiler tue ich nicht. Spoiler, I don't! Ey, ohne Scheiß, ich würde auch einen pinken Einhornstuhl tragen, wenn ich denn tatsächlich sicher und bequem sitzen könnte. Decke drüber geworfen, okay, Leon, Ende. Los! Leon, ich komme nicht durch. Geht es von Ihrer Seite auf? Moment, Alter, ich war gerade dabei, ein Vieh zu kotein. Ist der gerade random explodiert? Nein, das war ich. Ich war gerade mitten in der Animation, ihn zu verdreschen, als du gesagt hast, ey, Fenster, yay, jada, jada, Tür. Aber kannst du mir mal irgendwie einen Link irgendwie von der Seite schicken? Also jetzt nicht hier im Chat, weil das wird leider sonst geblockt, aber kannst du mir das irgendwie auf Twitter schicken oder so? Das wäre echt cool. Mein 300 Eier ist eine heftige Ansage für sowas, aber wer weiß, vielleicht... Ja, thanks, Snake. Schlange. Wurde von der Schlange angegriffen, ey. Mach doch jetzt. Ich hatte nämlich jetzt schon wieder den Namen von der Seite vergessen. Na, jetzt komm schon, Bob. Hm? Wir wissen alle, dass du gleich auf den Weg gehst. Vielleicht kann man das abschalten. Ja, kann man das abschalten? Ich weiß nicht. Alles mit Kurbeln aktiviert. Also danke fürs Helfen. Den, der kurbelt und sind die Speere los. Und bin durch. Hoi! Derber Schubser. Hier gibt es keine Kurbel. Wir wissen nicht, ob überhaupt eine da ist. Achso. Wäre halt cool, wenn mir da irgendwer eine Seite mal schicken könnte auf Twitter. Wupp, 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 wer kurbeln?
Ich bin zwar gerade nach vorne gesaltet und eindeutig mit den Beinen in die Rotoren geraten, aber hey. Cooler Dude, man macht das schon. Hä? Ach so, oh. Kommst du klar? Ich will dir den... No. Meine Güte. Was ist denn du? Ach, da hinten. Was irgendwo. Für Türmächte, Jungs. Renn bloß nicht in die Blades. Ich hol dir gerade zum dritten Mal durch. Oh nein. Das Problem ist, es sind auch überall hier Orte, wo ich dir keine Hilfestellung geben kann. Wie süß. Helena glaubt, sie könnte helfen. Oh gut. Donald nicht, Dickhead. Was ist das denn? Du bist eben nicht Ada, du bist wie nicht Arlong. Ich bin wie nicht Arlong? Ja, nur eben nicht Ada. Fun Fact, die Fleischschild-Kampagne lassen wir aus. Weil die, da sind Hol und ich uns einig, die Fleischschild-Kampagne ist scheiße. Also wenn ihr Bullshit sehen wollt, es gibt Besseres. Also, die, vor allem das Ende mit Fleischschild mache ich nicht nochmal. Wie es aussieht, kommen wir endlich hier raus. Dafür habe ich mich nicht gekillt und damit der Wichser bei Umbrella anfängt, Spoiler. Hätte ich das jetzt nicht erzählen dürfen. Oh. Ach so, ich muss an den Schalter hier, der ist für mich vorbestimmt. Ja, die Cutscene ist halt nur so gescriptet. Lebt ah! Mit. Hey, um die Ecke geht Log. Lord. Log. 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 Um die Ecke geht Log. Boah. Ja, ohne Scheiß, ich werde auf jeden Fall nachher mal, ne? Kräftig kotzen. Das auch. I throw up in my mouth. Nee, ich werde mal nachher gucken, dass ich irgendwie einen anderen Stuhl finde oder so. Es muss ja irgendwie was geben, was ich da bestellen kann und dann... Because, ne... Shit doesn't work. Natürlich kann er eine fucking Laterne halten. Hui! Superhelden-Landung. Das ist eine magische Laterne. Superhero Landing. Oh boy, oh boy, oh boy. Hm? Ach, da oben. Au, 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 au! Au, au, au! Oder so, da hätte ich mir meine TikTok sparen können. Simmons wird mit all dem nicht davon kommen. Er wird zahlen für das, was er Deborah angetan hat. Deborah. Klingt wie so ein Pokémon, you know. Deborah. So eine Anton-Entwicklung. Deborah. Keil, noch mehr Pistolenmunition. Gut, verballer ich halt davon mehr Zeug. Pistole ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ich hocke auf 152. Ich auf 150. Erstmal die ein bisschen verballern. Nee, da muss ich aber nur gar zustimmen. Eine Resi 7 existiert nicht. Das Ding ist wie so eine kranke Fanfiction. Halt dein Maul! Jetzt hat der Musiki die Stiefen abgeknallt. Kommen die nicht jetzt gleich mit Dynamitstangen um die Ecke? Sind sie vorhin auch schon? Ich meine hier gleich nochmal besonders. Danke. Ja, mit ihren Sprengstofffesten. Oh! You see that shit? Kommst du? Hier liegt noch Erfahrung, sorry. Außerdem ist hier noch ein Dicker. Der macht uns sonst gleich Probleme.
Dankeschön. Der macht uns sonst später noch Problemchen. Hat das muss ja nicht sein. Gemacht. Oh. Denn sonst sage ich winke, winke und goodbye. Hui! Mief, mief. Hört da fette umge. Hat er den fetten umgeschossen. Da wird man auf jeden Fall gut Pistole los. Ja, doch. Hi. Meister des Doppelkopf. Oh, oh shit. Oh. Ich habe dann auch gesehen, dass er einen derben Dynamitgürtel getragen hat. Den sie mit Klebeband befestigt haben. Sie sind uns Lichtjahre voraus. Mann, lauf doch! Dann halt nicht, kicke ich ihn halt so. Elbow Drop. Das war eigentlich voll durch die Planke brettern müssen. Ja. Kannst du mir nicht erzählen, dass die Scheißdinger so viel aushalten. Wenn man ein bisschen wie, wie willst du denn? Bisschen Pistolenmunition verschießen hier. Und der Fett ist dead. Ja, gib mir mal deine Axt hier, Heiche. Gib mal her hier! Oh, was willst du denn? Komm's klar. Oh, meine Güte. Yay, ich kann endlich mal Tic-Tacs essen. Resistenter Bastard. Oh, noch einer. Mit Bum Bum. Das war ja der Knaller. Ja, der Typ ist echt ein Knaller auf jeder Geburtstagsfeier. Engagiert ihn. Er braucht es. Echt mal. Hui. Nein, ihr seht, wie er lebt. Er lebt in dir. Schade, ich hab gedacht, ich springe ins Genick. Wow! Was hab ich denn gerade für einen Move gemacht? Oh, erstmal ein bisschen diese Sniper-Munition entsorgen. Oh. Leon. Oh. Kipp mir die! La, 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 la. Gib mir das! Du hast so viel Spaß. Ja. Spring daneben, spring daneben. Oh, du hast es geschafft. Gut. Spielst du in Resident Evil 6 eine Frau? Ja, ich ja. Wohl nicht. Oh, hi. Oh, ich bin nicht werberelevant. Leon, ich brauche Hilfe. I need help. Oh, Fanboys. Bäh. Derbes Rutschen. Wow. Frau. My boy. Haben seit 100 Jahren keine Frau mehr gesehen. Ein Gamer-Mädchen. Oh, guck mal, da drüben kommt ein Nerd. Und noch ein Nerd. Oh, shit. Hab ich denn gerade aus der Entfernung mit der Schrotflinte geone-shottet? Möglich. Den Kerl habe ich jetzt gerade mit der Schrottflinte in der Luft eine verpasst. Oh shit, der hat Bang Bang. Blim. Mein Geld, mein Kleben. Blim. Aua! Sag mal, was willst du denn? Wuhu! Yay! Endlich Tic-Tacs essen! Dropkick! Schlitz dich auf! Oder auch nicht! Ich hätte dich weg.
Das ist so einer. Oh shit. Alter. Stenter Bastard. Okay. Oh, echt jetzt? Es könnte. Oh. Krieg halt die Erfahrung nicht. Mann! Oh, oh, das tut mir jetzt aber leid. Hat sich jemand richtig Gedanken gemacht? Da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht, ja! Ich sehe mich hier um, so ziemlich keiner hat sich Gedanken gemacht. Hi. Ich meine, was war der Gedanke hinter dieser Bude? Munition, Munition, Munition. Ja, da kommen wir nicht rüber. Ich weiß nicht, warum. Weißt du, ein Kilometer lange Strecke mit Loot. Kannst nicht backtracken. Gutes Geld sein. Ja, das Schlimme ist, ich kam von da, aber das waren zwei von diesen... Ja, was auch immer das sein sollen. Ich habe immer drauf geschossen. Diesen wannabe Crimson Heads. Bloodshots heißen die. Bloodshots? Das kommt mir irgendwo bekannt vor. Möchte ich nur mal so nebenbei sagen. Oh, guck mal, ein Dings, warte mal. So ein Schlimm, der Böses denkt. Medaillon gefunden. Ich bin so blöd, um über ein Ding zu laufen. Ich auch. Wieso rutsche ich hier? Kommst du klar? Okay. Ich komm klar, ich krieg's hin. Ich wollte zu dir, deswegen habe ich gedacht, okay, jetzt existieren ja bestimmt die unsichtbaren Mauern hier auch. Suddenly they don't. Hui! Ups. Achso. Oh, romantisch kuppeln. Und nix passiert. Autsch! So viel zum romantisch kurbeln. Ja, vor allem, ich bin eigentlich jetzt gerade im Near-Death-Status. Weil der eine Sprengstoff. Ich bin auf einmal wieder okay. Warte, ich hab ein Erste-Hilfe-Ding. Ah, sehr schön. Das Leben des Sidekicks. Ich hab nicht einen Kratzer bekommen. Renn um dein mickriges Leben. Hui! Ich renn mal, ne? Oh, das ist die falsche Richtung, fuck. Oh, du Depp, du! nicht anfassen beim ersten Date. Oh, Alter! Oh, Frau, steh doch auf! Meine Güte! Oh, hast du's jetzt mal? Kommst du? Ja! Ich wollte schon die ganze Zeit, aber Vibe denkt sich, nö. Fallen. Oh, wenn Chris nur hier wäre. Hey Chris, ich habe zwei Steine geschoben und du nur einen. Was tust du jetzt? Scheiß Wasserleitung. Scheiß Röhrig. Ja, Holland auch nur aufgeholt, weil, ja, ne? Und das hier ist jetzt vor allem witzig, ne? Ich bin der Hauptcharakter, bei mir passiert sowas nicht. Wäre er als Sidekick hinterher gehing, dann wäre es instant tot gewesen. Klar, da kommt das echt zu. Das Schlimmste ist ja immer noch, das. Kommt das jetzt schon? Jetzt kommt Fischi dann. Ja, hier. Wir fallen, ne? Wir können anhand der Schwerkraft realisieren, wir fallen. Keine Ahnung. Hunderte von Kilometern. Metern von Metern von Metern. Mehrere also, Kilometer. Also nachdem wir schon unter die Erde gefallen sind, durch ein bodenloses Loch noch weiter in die Erde gefallen sind und jetzt dann noch in einem See gelandet sind. ein Loch. Ein Loch, guck mal. Na du. Atmest du auch so gerne wie ich? Ja, ich atme sogar sehr gerne. Cool. Okay.
genug geatmet. Das sollten wir öfters mal machen. Hm, wir sollten öfter mal atmen, definitiv. Hm. Das war gute Luft. Ich frage mich nach wie vor, wie die es geschafft haben, nach der Tortur eigentlich kein Virus abzukriegen. Hm, mit dem Wasser, wo all die Viecher drin sind. Und all den Rotz, den du angefasst hast, guck mal, ein Loch, mit dem du bespuckt wurdest. Oh, hi, auch hier? Ja, ich muss sagen, das andere... Oh Gott! Ja, besser. Funkloch? Ja. Bin im Tunnel! Bin im Tunnel! Das ist aber nicht nett. Das ist aber ein krasser Tunnel. I'm in a tunnel, yeah. I'm in a tunnel. Der Dings wie lost in a tunnel, 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 tunnel. Bäh! Nicht meine Backen knuddeln! Jetzt wollte ich dir gerade heldenhaft retten. Du wolltest mir heldenhaft retten? Ja. Oh, fuck. Guck mal. Na? Scheiße, jetzt geht mir langsam die Luft aus. Ja, dann solltest du mal Luft holen. Wo denn? Du hättest einfach nur nach oben müssen. Oh shit, nee, ich... Ja, ich geh, glaube ich, drauf. Du musst eigentlich nur zu mir schwimmen. Ich hab de... Ja, natürlich hat der mich angefasst! Ja, geil. Vor allem total realistisch. Man hört dich unter Wasser röcheln. Stimmt nicht so. Ich meine, ich bin jetzt kein Experte, aber müsste das unter Wasser atmen, röcheln nicht eher blubbern? Ja, eigentlich schon. Ach, da hast du dich ver... Da warst du drinne. Das Loch hatte ich echt nicht gesehen. Oh. Geh weg mit dein... Was machst du denn jetzt, du blöde Frau? Hä? Alter. Sag mal, Helena, bist du bescheuert? Schwimm jetzt gefälligst. Helena. Da, di, di, da, 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 da. Oh Gott. Du musst... Da, ja. Es ist hier unter Wassersteuerung halt. Es wäre halt richtig geil, wenn das Ding jetzt keinen Millimeter losgelassen hätte. Was für ein Scheißtag. Jetzt muss mir mal einer was erklären. Das Ding ist gerade mal breit genug, dass wir durchkommen. Helena, aber dieser kilometerbreite Fisch, der kann durchschwimmen. Mhm. Ja, Hohl hat Discord und nu. Wir haben alle hier Discord. Hey Fischi. Wir haben auch einen ganzen Server für Discord. Ja, eben. Da können sich Leute anmelden. Und Zeug machen. Wo kommt der Hai her? Wo kommt der Affe her? Ich bin mir nicht mal sicher, ob das ein Hai ist. Vor allem, das Ding beißt mir den Fuß ab. Ja, schön wär's. Ich meine, du steckst da drin. Wie nutzlos ist das Vieh? Müssen wir nicht jetzt langsam ertrinken eigentlich? Wir wären schon längst tot. Eigentlich ja, ne? Ich meine, so oft, wie das Ding uns eigentlich gerade gegen Wände schleudert. Und ich hopp's auch noch freiwillig in seinen Maul. Basti Vlogs, guck einmal unter den Stream. Meine Jüde. Ist nicht so schwer. Doch, das ist voll kompliziert. Was geht's? Spammt die ganze Zeit in Chat, Ausrufezeichen Discord. Kinders, Attention Whoring bringt euch nicht weiter. Das Ding ist noch hier. Das Ding ist da. Ich will dich nicht angucken. Ich will hier anders hin. Wo soll ich nochmal? Du sollst schwimmen. Weil Wasser ist Fisch und Fisch ist gefährlich. Ach, da lang.
Oh, hi. Sammel die Schlange zu einer Fee. Oh, geil, ich habe Zeug freigeschalten. Geil. Was will mir mehr? Hol, ich habe Zeug freigeschalten. Sag es nochmal. Ich habe Zeug freigeschalten. Elena, können Sie mir mit dem Gitter helfen? Ich versuch's. Moment! Ich weiß nicht, ob ich kann. Ich könnte auch einfach unter diesem Ding drunter durchtauchen. Könntest du? Ich könnte mich auch durch diese mannsgroße Spalte drücken, die dort drin reingerostet wurde. Aber das wäre ja zu kompliziert. Ja, eben. Ich könnte mir ja mein Haar zerrupfen. Könntest du die Haare. Das würde dir die Haare komplett ruinieren. Ja. Schon schlimm genug, dass meine Jacke glänzt. Schon meine Jacke glänzt. Also deine Jacke. Ich will nicht, dass meine Jacke glänzt. Nee, hä? War du musst mit dem Laserpointer oben drauf. Da war ein Laserpointer? Ich habe das wirklich nicht mehr in Erinnerung. Also bei dem Torbogen, vor dem ich hocke, ist oben das wieder so ein Ding mit Laserpoint. Ach, da. Okay, dann kommt gleich wieder Fischi. Ich mach's von hier ganz hinten. Es scheint manchmal zu funktionieren. Achso, ich muss da länger drauf halten. Warte. Hä? Bin doch schon drauf. Komm mal. Ach, hast schon. Ich hab mich gewundert, warum mein Laserpointer nicht mehr da ist. Mist. Da kommt Fischi. That's what you get. Ich glaube, das Vieh ist irgendwie mehr sowas wie ein mutierter Wels oder so. Ein mutierter Lachs. Irgendwas in der Richtung, also ein Monsterskrein. One shot, one kill. Hm? Oh nein! Lass uns über Fortnite reden! Lass uns über Fortnite reden! Alter, wieso? Das ist ihre Chance! Voll auf die Zunge geschossen. Doch nicht auf die Lippe. Hau mir doch bitte nicht mehr auf die Lippe. Box mir doch bitte nicht mehr auf den Mund. Das ist so ungesund. So, mal kurz aufstocken hier. Wir brauchen ja jetzt gleich Money. Leon. Na, weiter lag ja nicht viel. Schneller. Ja, wird schon passen. Hier lang. Leon. Bin da. Hier lang. Superheldenlandung. Hier lang. Superheldenlandung. Schneller. 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 Schneller also. Ich hab dir den Link für die Stühle gefüttert. Vielen Dank, mein Leon. Dude. Ich werde mich da auf jeden Fall nachher mal umgucken und dann vergleiche ich mal ein bisschen. Und mal gucken, entweder bestelle ich denn da was, irgendwie, falls ich was finde. Ich weiß nicht, ob die Angebote haben oder so. By the way, wir fallen wieder. Ja, noch schlimmer, wir rutschen. Ja, wir rutschen. Wir haben Spaß. Wasserrutsche. Jetzt habe ich zweimal den Link. Ist nicht schlimm. Achtung, da kommt der. Du blöder Maulwurfisch. Combo Breaker. Ja, da. Ach ja. Konnte ich gar nicht, hast du schon? Hab ich gar nicht. Ich hab aber auch nicht geschossen. Ich hatte nicht mal den Marker angezeigt bekommen. Ich wurde nur hochgezerrt, hab weiter geballert. Ich hab einfach nur draufgehalten. Also das Spiel weiß echt nicht, was es will. Ich weiß auch, das erste Mal haben wir hier länger gesessen. So, und jetzt sind wir noch mal ein paar hundert Meter aus dem Berg gekotzt worden. Also ja. Wie hoch sind wir gerade gewesen? Weißt du, wir müssen eigentlich so hoch gestartet haben, weißt du, dass wir Enel irgendwie Konkurrenz machen können. So, lass mal gucken. Da hinten ist irgendwo. Nein, so hoch war das nicht. Guck mal, da ist Skype hier, da waren wir. Das ist nicht annähernd so hoch, wie wir unterwegs waren. Seid ehrlich, Capcom, ihr wolltet mich nur nass sehen. Sterilisiert das Gebiet. Ja. Und zerstört alle Beweise. Wie kann er nur?
Wie kann er nur? Oh, du Monster. Oh. Gott sei Dank sind sie noch am Leben. Ja, sorry, wir hatten irgendwie 3 Milliarden Meilen am Erdkern. Nicht unbedingt besten Empfang. Aber hey, Top-Notch-Handy. Eingeweicht, wiederholt gegen Wände geprügelt. Explodiert, hast du nicht gesehen. Funktioniert noch. Dafür, dass es aussieht wie so ein Stück Papier. Das Panzerglas sein. Sehen Sie sich das an. Oder kein Kollisionsglas. Oh nein, schlechte GIFs. Mach sie weg. Mach sie weg. Ein weiterer Bioterroranschlag. Die BSAA bestätigt, dass es wie in die BSA. BSA. Liebe Jupsa. What the fuck? Und hier noch eine kleine Spende in den Stuhl rein. Uns fehlen Beweise. Shadow Hartex, vielen Dank für deine Spende. Jesus, was ist denn hier los heute? Erst Ghostell und Shibi Sunny und jetzt du? Hören Sie, Hannigan. Ich glaube, das läuft unter Schmerzensgeld. Das Gefühl habe ich langsam auch. Was? Alter. Welche Schmerzen kannst du dir ausdenken? Was haben Sie vor? Alter. Mein Dude, ne? Alter, wir fliegen nach China. Cool. Hol, wir fliegen nach China. Cool, wir landen doch eh wieder in Afrika. Alter, wir fliegen nach China. Nein, tun wir nicht. Doch, wir fliegen nach China. Geil, Gold. Ich will nicht nach China. Wir müssen aber nach China holen. Ich will nicht. Wir müssen aber nach China. Ich will nicht. Ist mir doch egal, ob du willst oder nicht. China stinkt. Du stinkst. Ja. So halber Stuhl bezahlt. Das Schlimme ist ja, würde ich jetzt mir nicht unbedingt so ein 300-Euro-Ding holen, wovon es ja auch mehr als genug gibt. Ich müsste halt nur mal gucken. Das ist halt das Problem, nicht? Ich muss mir ja nicht unbedingt den PewDiePie-Throne holen. Die Leute, die PewDiePie gucken, ne? Can you do this? Okay, gut. Oh, jetzt kommt ja die besteste Szene, die total glaubwürdig ist, wenn der aus den USA ausreist. Voll bewaffnet im Flugzeug. Ja. Und im Hintergrund sieht man Fleischfehl randalieren. Gut. Weißt du, an jedem verschissenen Flughafen wirst du mit einer Wasserflasche oder einem Nagelklipser angehalten und als Terrorist abgestempelt. Aha, aber ich kann mit meinem Cuttermesser rein. Vielleicht. Oh, für diejenigen, die diese Story nie gehört haben. Als ich vor 3 Jahren oder 4 Jahren, eins von beiden, mit meinen Eltern in die Türkei geflogen bin. Da sind wir durch ein Check-in gegangen und da muss man ja durch Kontrolle, ob man was dabei hat und hast du nicht gesehen. Und ich pack da meinen Koffer aufs Band und meine Tasche und hast du nicht gesehen, geh durch, nichts. Mein Vater geht durch, piep, 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 wird kontrolliert. Er hat aber nichts dabei, außer seinen Gürtel, sein Gürtel ist ausgerastet. Und kaum warten wir kurz vorm Einsteigen, und gucke ich in meine Taschen und merke, dass ich noch mein Cuttermesser von der Arbeit dabei habe. Schätze, das Ding kann das Flugzeug nicht fliegen, oder? Also, das ist die Chance deines Lebens gehabt. Und by the way, ich finde, das ist irgendwie die geilste Line, die Leon in dem Spiel ja hat. Das Ding kann nicht fliegen. Naja, fliegen kann schon. Konnten wir hier nicht irgendwo hin? Irgendwie weg? Stimmt, das war ja hier so Close Quarters. And it's dead. Oh nein, jetzt kommt diese Cutscene, wo wir 10-mal sterben. Ja. Magnum-Munition. Oh. Blitzfalke, geil. Noch mehr Munition. Beschissen, eingedeutschte Namen. Mit dem Druckschutz stimmt irgendetwas nicht. Cool. Gehen Sie nach hinten und finden Sie heraus, was los ist. Es ist ein wilder Truthahn-Angriff. Hannigan, das Flugzeug stürzt ab. Wir haben andere Probleme. Unsere Prioritäten sind beschränkt. Hast du gesagt, ich bin beschränkt? Fortnite? Fortnite?
Also dafür, dass wir gerade abstürzen und uns eine BOW über den Haufen gerannt ist, sind die total gechillt hier. Ja. Vor allem, mit was für Leuten fliegen wir eigentlich? CIA Top-Notch oder was? Was ich mich viel eher frage, warum spenden mir Leute heute so viel Geld dafür, dass ich mich ständig über Fortnite lustig mache? Ich glaube, ein Trend ist erkennbar. Mögt ihr kein Fortnite? Sollen wir noch mehr über kein Fortnite reden? Wollt ihr mehr von Fortnite, Kalle? Ja, jetzt ist erstmal wieder COD-Bär dran. Oh. Ich weiß. Aber sobald wir COD-Bär aus dem Flugzeug geworfen haben, können wir wieder über Fortnite-Bär reden. Ja, aber niemand mag COD, Heini. Das kannst du doch jetzt so nicht sagen, Shadow. Doch, seitdem er so die ganzen Markendeals hat, ne? Nein, du verstehst mich nicht. Du musst es mit mehr Hass sagen. COD, Herbert. Besser. Bäh. Spürst du den Hass? Ja, der Hass ist in, ne? Mehr Fortnite-Kalle. Och Mensch, hast du das Göfferchen vergessen? Ja, nimm deine Trophäe mit, komm. Da ist noch eine Medaille. Was? Ich kann nicht weg. Oh. Da ist echt eine Medaille drin. Ja. Scheiße. Ich konnte die Animation nicht abbrechen. Und eine große Trophäe. Oh. Keine Trophäe für dich. Oh. Sad. Fake News. Muss ich halt hier an diesem Rad stehen. Oh, drehst du am Rad. Ist hier nichts, also. Squeak! Dreh mit mir am Rad. Ich bau dir ein Schloss aus Bad. Irgendwo, irgendwann. Ah, Truthahn-Modus. Versprüht dasselbe Gas! Wir müssen es loswerden! Öffnen wir die Luke! Mach mal ein Fenster auf! Okay, bin dabei. Hast du noch genug Muni für das Vieh? Ja, doch! Bäh. Ich bin nur mit Umkippen beschäftigt. Ich lieg da! Du wolltest frisch Luft? Ja, echt mal, mach mal ein Fenster auf! Das war eine scheiß Idee! Bitte hol, verkacke es nicht wieder wie die letzten Male! Für dich immer. Da kommt gleich eine Kiste, ne? Die da. Ja, da ist eine Kiste und ich fühle mich nicht bereit. Gut gemacht. Eigentlich ist mir das Ding voll über den Arm gefahren, aber ey. Ja, ich hab's gesehen. Ich glitsch mich gerade voll durch die Rampe. Der Mann ist hart im Nehmen. Er hat Handgelenke aus Stahl. Was für ein Glück er gehabt hat? Wieso, hä? Die Maschine gewinnt an Höhe. Ja, ich weiß, wegen dem Gas von dem Ding. Oh. Warte mal, wo ist die Medaille? Beim Schaufenster. Ah, da. Okay, jetzt nicht unbedingt mit der... Ah, cool. Mit der Eagle Desert. So, die Pflanze nehme ich auch noch mit. Husten. Nein, die Hustensaft. Och ja. Holen Sie einen Apfelsaft? Oder Tomaten? Möchten Sie Tomatensaft? Ich habe auch Selleriestängchen. Hi. Alter, dieses blöde Cover-System gerade. Eindeutig Tui. Mist, wir sind zu spät. Okay, ich nehme zurück Ryanair. Ryan Reynolds, ja. Niemand mag Ryanair. Ach, das bist du. Ja, ich bin der eine, der schießt, ja. Aber ernsthaft, was für ein Flugzeug kommen wir? Wie viele Business-CU-Typen rennen hier rum? Haben wir die Air Force One geklaut? Scheinbar. Vor allem, offiziell sind wir als tot deklariert. Eben. Was ist ja nicht so, dass man erstmal an den Flughafen muss und man eigentlich als der Mörder des Präsidenten steckbrieflich gesucht werden sollte.
Nee, Ryanair ist einfach ein unglaublich beschissener Flugverein. Darum kann ich im Flugzeug nicht schlafen. Also es hieß gerade, diese Fluglinie hier, das ist noch Luxus gegen Ryanair. Lächerlich, ich messer mich weg. Boah, den hast du richtig weggeschlitzt. Au. Ein blöder Treppe. Ich flieg! So eine Scheiße, was kann jetzt noch kommen? Guter Witz. Beim Öffnen der Luke wurde das Flugzeug durch den Druckverlust destabilisiert. Leon, Sie müssen die Steuerung übernehmen. Nur mich! Ich habe befürchtet, dass Sie das sagen. Ich will fliegen! Ich will fliegen! Ich will nicht! Ich will fliegen! Ich fliege. Sie können sich nicht infizieren. Ja, schon mega Swan Dive. Schalten Sie von Autopilot auf manuelle Steuerung. Dann drücken Sie den dritten Knopf in der vierten Reihe am oberen Panel. Hey. Es ist nichts passiert. Destruction. Sind wir abgestürzt? Okay. Jetzt ziehen Sie den Hebel zu Ihrer Rechten. Ha. Oh fuck, da will irgendwer. Nein! Lässt du den mal nicht mit dem Captain sprechen! Komm schon! Oh Gottes Willen, was machst du denn? Ich will kein Tomatensaft! Leon, Schub, ziehen Sie hoch! Hol, hochziehen! Mach ich doch! Zieh hoch! Nicht so hoch! Meine Güte, heult der rum. Siehst du, wir fliegen doch. Alles gut. Oh, shit! Hey, Ada! Hi, sexy. Ein bisschen Lack zerkratzt, ist es doch gut, das kann man noch fliegen. Das kann man ausbeulen, das kann man noch fliegen, das ist noch gut. Hunderte sind tot. Dafür hätte man erstmal Hunderte programmieren müssen. Spoiler. Millions are dead. Wir müssten tot sein. Aber hey, das Flugzeug ist rein technisch noch intakt. Ja, sofern du es aus der Stadt transportiert kriegst. Ich bin mir sicher, das fährt gut auf der Autobahn. Siehst du, die Fenster sind noch heile. Oh boy. Und das Teil da muss brennen. Nie wieder mit Ryanair. Nie wieder Ryanair. Erste Klasse haben sie gesagt. Business Class haben sie gesagt. Oh, guck mal, es ist Sherry und Chester Bennington. Okay, nee, sorry. Ja. Hi. Sie sind ja jetzt Agentin. Warum sind Sie hier? Ich verfolge den Mann hinter all dem. Den obersten Sicherheitsbereich. Ja, das sind die ersten Dinge, die mir in den Sinn kommen, wenn ich sehe, dass jemand torkelnd aus diesem Flugzeug kommt. Der Typ sieht außerdem ein bisschen aus wie Cole aus Infamous. So ein bisschen. Ich muss es wissen. Oh, Beef Lord. Oh. Was willst du machen, großer Junge? Ein Autofilm? Hm? Ein Autofilm? Ich regle das. Oh, der Junge. Ich dachte, du solltest Kontakt vermeiden. Jeglichen Kontakt. Leon ist nicht irgendwer. Er hat mich in Raccoon City gerettet. Er ist der Typ, der nicht wusste, dass ich monatelang gefangen gehalten wurde. Also gut. Oh shit, it's Uftanak! Oh nein, nicht Ufnafuck. Geh weg, Fucknaduck. Ja, Mensch. Leon, beim Flugzeug. Es ist Tafnaug. Nicht Fucke Duck. Oh, hol, pass auf, es ist Tacknanuk. Ihr Freund? Ich will nicht mit Fucke Duck spielen. Schade, du was dagegen. Mach du doch. Kommt mir bekannt. Aber du kennst dich mit Schmelzkäsegesichtern aus. Der gehört dir. Mit extra viel Käse. Guten Hunger. Seinen Arm. Ich will nicht auf ihn achten. Schieß ihn mit dem Kopf. Was will er dagegen machen? Bluten?
hässlich werden? Oh oh. Bäh. Okay, tschüss. Bye. Au. Geht's dir gut? Nope. Okay, wow. Der NPC hat mich gerettet. Ja, und ich verprügel gerade Ufnadax. So toll ist das jetzt auch nicht. Wir brauchen Jake. Glaubt uns, den Kerl kann man nicht vernichten. So, hol dir mal ein bisschen Nachschub. Oh Gott, die deutsche Stimme von Jake, Alter. Oh mein Gott, ist die schrecklich. Genießt du es. Alter, das ist, als würde der Typ extra versuchen, einen auf Raucherlunge zu machen. Ja, er ist ein Westentaschen-Rambo. Alter. Guck mich an, ich mache einen Autofilm. Ich rede jetzt extra herb. Also ich bereite hier erstmal ein bisschen Zeug vor und hol mir ein bisschen Loot. Ich weiß nicht, was du machst. Wie bist du da hochgekommen? Du musst einfach hochkrabbeln. Da ist eine Leiter. Ups. Ja. Hier. Ja. Du bist dämlich. Shut the fucker. Du bist ein Idiot. Fuck you. No, fuck you. Fuck you selber. Nö, Kiste. Hey, Helena. Hey, Helena. Hey, Helena. Was? Wirf mich. Nö, nö. Toss mich. Wirf mich. Ey, mein Inventar ist echt schon wieder voll. Los. Hier drüben. So schlimm sieht die Ecke hier gar nicht aus. So gut hier und da brennt was, aber das ist sehr rustikal heimisch. Bewegung! Okay, so schon mal gar nicht. Hier drüben! Nö. Hier drüben! Jetzt ist die Brandgranate, die spawnt, echt jetzt? Hier drüben! Ah, gut. Bewegung! Hier drüben! Alter, ich. Hey! Oh, der war neu. Du hast mir gar nicht geholfen. Wofür habe ich auf dich warten müssen? Hi. Komm mal her. Also denk dran, da liegt genug Sprengstoff rum. Ja, das Problem ist, er steht da oben. Und denkt sich, oh geil. Na ja, ich unterhalte mich erstmal schön mit Chef. Ich habe erstmal die ganze Desert-Igel an dem Dude verbraten. Dodge-Rolle. So, erstmal den Motorblock PNG hier reparieren. Ja. Ich kenne mich total mit Autos aus. Beeindruckend. Beeindruckend. Hast du Mitte? Es gibt kaum was Besseres. Okay. Au! Ja. Sie brauchen ganz dringend Hilfe, Kumpel. Autsch. Hat er dich geknuddelt? Jo. Sekunde, die Kavallerie ist unterwegs. Ich glaub, Jake. Oh Gott, hi! Hi. Ja, Jake hat nicht vor mich. Okay, Kontrollpunkt. Okay, ich bleib hier mal. Wieso stirbt er denn nicht? Warum stirbt er denn nicht? Hören Sie bloß auf. Warum sterb ich? Vielleicht können wir ihn zu viert erledigen. Okay, ich riech wieder gut. Ja, du stinkst. Die Kralle! Die Kralle! Wo hat er das Ding her? Hat er Platz dabei? Der hat das scheiß Ding oben abgelegt. Er ist vorbereitet. Man sollte meinen, wie das so super intelligent ist und Ersatz mitbringt, geht irgendwann mal zum Arzt im Bau. Leider nicht. Trotzdem sollten wir es ihm nicht zu leicht machen. Hässlich. Wo kommt der Arm her? Weißt du, Rumgun? Denn wir haben den schon erwischt. Ja, ich habe die ganze Zeit mit dem Sniper auf ihn drauf gehalten. Wir sollten laufen. Das ist immer so interessant, die gucken sich erstmal eine Stunde an. Ja, sag mal so, oh shit, ich glaube, das Ding fällt auf uns. Oh shit! Fünf Lover darauf, dass es uns trifft.
Nein, tun wir nicht. Bis wir dort eintreffen, müssen Sie... Ja, was müssen wir denn? Was müssen wir denn? Was musst du? Sie könnte mich ja anrufen. Ich meine, hey, wir kennen uns. Oh, das ist nice. Also egal, was du mir jetzt unterstellen willst, für den Kran kann ich nichts. Wir haben seit dem Absturz nichts von ihm gehört. Noch vor einer Minute habe ich keine Antwort von ihm bekommen. Das Gebäude, von dem Agent Birkin gesprochen hat, ist nicht weit. Bleiben Sie auf der Route, okay? Verstanden. Danke. Okay. Totales Randalieren. Lächerlich, ich radel mich weg. Sniff. Wo kommt der Affe her? Okay, gut. Wo ist der Rum Gun? Oder um andere Sachen zitieren zu dürfen, weil sich niemand mit deinem Papa anlegen will. Sherry hat gesagt, dass sie Simmons im Kuan Lung Building treffen wird. Zunächst einmal müssen sie sich einen Weg durch den Markt vor ihnen bahnen. Huhn. Ach ja. Die möchte gern Regenerators. Ach ja. Die langweiligen Dinger. Was war das? Ich will aber da lang gehen, aber da stehen ja Pappkisten im Weg. Shadow, Pappkisten, hilf mir! Ich wünsch, du wärst ein Huhn, dann könnte ich das hier tun. Dann schieße ich dir ins Bein. Ich weiß nicht, schaut Kisuna den Stream? Nö, nicht, Gott, dass ich wüsste. Dank. Sonst wäre sie schon längst hier und hätte mir einen übergebraten. Für Solidarität gegenüber Federvieh? Probably. Ich kann da nicht durchgreifen. Ich kann nicht noch mehr greifen. Ich kann nicht noch mehr krapschen. Wir müssen sie von der anderen Seite öffnen. Oh, super. Die Mega-Teleport. Voll mega kompliziert, drei Schlösser. Magie! Möchte gern Regenerators. Aus Schwein! Oh, warum nicht Rind? Was zur Hölle? Vermutlich hat sich deshalb die ganze Straße verschanzt. Erstmal was anderes. Delu. Das ist ein neuer Trick. Was ist bedrohlicher, das oder tatsächliche Regenerators? Das musst du wirklich noch als Frage stellen. Ja. Oh, Fisch. Nicht Rüsselbob. Ich schieße auf die schon gar nicht. Wie lange soll das noch so weitergehen? Ja, gut, ausbremsen. Wir müssen die Munition aus. Also ich beschäftige den hier ein bisschen. Okay. Ach Gott, bleib liegen. Verballer halt nicht deine Munition an den Dingern. Oh, ich benutze eh mal die Pistole. Ah. Händchen! Ich glaube, ich brauche sowieso gleich deine Unterstützung dafür. Oh ja. Ich find's immer noch so geil, wenn du dann so die Hände von den Viechern aufsammelst und einfach nur so gegen eine Wand klatscht. Das hilft. So, warte mal. Stromzufuhr. Stellt man denn die nochmal ab? So. You did it! Strom weg. Alter. Achso. Ja, aber man kann nicht hier durch. Wir müssen sie von der anderen Seite. Von der falschen Seite. Na los. Helena! Meine Güte! Bewegung! Was kannst du überhaupt alleine? Helena! Ich kann einfach nicht ohne dich. Meine Güte. Ich brauch dich. Ein Schlüssel. Wie sicher bin ich mir, dass mal nur das, wirklich nur das geklippt wird? Oh, hässliche animierte Fische.
Ja. Merkwürdige Fische. Ich will noch einmal wissen, was das darstellen soll. Es soll offenbar ein Fisch sein. Ja, so weit bin ich auch schon. Wir müssen sie von der anderen Seite. Auch von der irgendwelche dummen Filmposter. Ich meine, die Biester sind nicht mal eine Bedrohung, wirklich, also. Wenn sie dich nicht gerade in der groben Masse antatschen. Ich meine, vergleich das mal wirklich mit Regenerados. Die Dinger hatten ihr Build-up, die Dinger hatten denn die Zeit, wo sie tatsächlich da waren. Wieso kann ich das nicht aufmachen? Ach ja, hier hinten war es ja dann. Ich bin hier verwirrt. Oh. Noch ein Schlüssel. Do you remember me? Irgendwas hat Helena bei mir reagiert. Keine Ahnung, was. So, wo soll jetzt der letzte sein? Ach, da. Da müssen wir hier die Leiter hochkrabbeln und nicht massig werfen. Thorsten. Es ist erstaunlich, wie sehr ich diese Biester nicht ernst nehme. Die kannst du auch nicht ernst nehmen. Warte mal, bist du... Achso, warte. Also ein Regenerados oder eine Iron Maiden? Die Viecher waren penetrant, du hast wirklich mit Taktik drangehen müssen. Du konntest tausende Schuss reinballern ohne Plan. So. Wie bist du denn da hochgekommen? Über die Leiter an der Seite. Ach, da. Hä? Moment, Leiter? Seite? Ja. Hä? Boah, du Nervensäge. Ballerst du da jetzt die ganze Zeit drauf, oder was? Ich muss ihn beschäftigt halten. Achso. Weil... Wo ist diese dumme Leiter? Du siehst meinen Namen? Ja, ich kann ja zu dir hingucken. Oh, hi. Warte. Ja, ich sehe dich da oben. Das Problem ist mir... Oh, ey, olle Pimmelbacke hier, geht mir gerade auf den Sack. Zisch ab! Alter! Piss dich jetzt! So. Oh, ich sehe dich da oben. Ja. Ich sehe dich jetzt gerade über mir. Hier komme ich nicht durch die Tür irgendwie. Du sollst ja nur nicht durch die Tür, du sollst durch die Seitengasse. Also muss ich da hinten irgendwo durch. Ja, Stolper. Relativ an der Tür, seitlich. Oder warte mal. Ja, ich sehe die Leiter da, aber... Ach komm, ich mach's einfacher. Shortcut. Ja, bitte, weil ich... Ja, da! Du hättest auch hinten über die Gasse gehen können. Musst du mir gleich mal zeigen. Und die ganze Zeit hörst du nur Schweinesounds. Nee. So, jetzt muss ich dich werfen. Nein, du bist nicht Shadow. Guck mal rüber. Sieht ja zum Verwechseln eh nicht das Vieh. So. Hui. Das Spiel liebt es echt immer, deine Kamera zu wechseln. Das ist so schrecklich. Yep. Weil ich bin es echt nicht gewohnt, diese, ja, Sichtweise zu haben. Ich kenne es nur über die rechte Schulter, nichts anderes. So, ach, da soll der Schlüssel sein. Aha. Ach so, jetzt Moment, muss ich... Ja, warte mal, jetzt muss ich ja dir erst aufmachen. Warte. Ne, hier nicht. Hier. Hab dich. Los. Yay. Wrong side, motherfucker. Hey, Chefsachse. Ich mach diese Tür mit Wut auf.
eiskaltes Händchen. Hast du schon wieder seine Hand geschmissen oder was? Nein. Leon. Ach, hier liegt Zeug. Gut. Ist ja gut. Reich mir die Hand, nicht diese. Alter, wie das Ding abspackt. Mach es weg! Soll ich dir zur Hand gehen? Got the key. Den letzten hauen wir ab, solange es noch geht. Vor allem auf der Toilette. Beim Kacken erschossen. Beim Kacken erschossen. Ja, ich dreh ab beim Kacken erschossen. Na, na, na. Mann, ich dreh durch. Beim Kacken erschossen. Wo bist du eigentlich? Ich bin hier durch, bin da durchgegangen. Ach ja, hier wäre die Gasse gewesen, wo du vorhin hättest. Ach, hier! Ach, hier hinten ganz. Ja, soweit bin ich. Hier ist einfach nur ein kaltes Händchen an einem Suppentopf. Oh, hier ist noch eine Kiste. Da ist auch noch eine Kiste, aber ich habe keine Ahnung, wie man da rankommt. Ach doch, hier. Hey! Meine Güte. Geh mal zum Therapeuten, Junge. Mit dir kann man doch nur aggressiv werden. Warte mal, kommt hier nicht jetzt gleich so ein... Ja. Westpasta. Ja, eben. Oh ja, der Def, ich erinnere mich. Oh. Pürier meinen Kopf! Pürier mich! Pürier mich! Not good enough. Richtig! Schmeiß das Ding in Häcksler! Und so macht man vegane Wurst. Mmmh. Lecker! Nicht, dass wir Simmons verpassen. Mmmh. Lecker! Vor allem finde ich das interessant. Wir haben hier Metzger. Was drücken die hier durch? Obst, Obst. Best of Fruit. Thank you, Fruits. Obst. Also ich kenne ja Obstfleisch, aber der Witz ist unlustig. Die machen hier Obst, Obst-Smoothies. Mega-Smoothies. Smoothie die Boobies. Wie lange streamt schon heute? Ich stream wahrscheinlich jetzt noch. Ich würde sagen, das Kapitel machen wir noch fertig. Ich glaube, so lang geht das gar nicht mehr. Oder? Ich meine, es ist nicht das letzte, aber ich glaube, so viel kommt hier gar nicht mehr. Also jetzt kommt noch das Gewichse mit Chris und danach geht es dann noch zum Finale mit Simmons. Das ist dann ein eigenes Kapitel noch. Ja eben, aber da müssen wir vorher nochmal mit dem Jeep fahren und dieser Gaswolke entkommen und hast du nicht gesehen. Naja. Das ist ja das. Ich glaube, so viel kommt in dem Kapitel hier gar nicht mehr. Ich glaube, irgendwie 4 oder 5 Kapitel. Ada! Ada, wait! Grappling Hook! Was zur Hölle geht ja vor? Schießerei, yo. Dumm rumballern, yo. Meine Kameraansicht verändern, yo. Ist hier noch irgendwas? Yo. Ist verschlossen. Ich will nicht, dass es verschlossen ist. Doch, sie war fest verschlossen. Ach, guck mal. Eine Tür. Ja. Nehmen wir den Aufzug. Schnell. Déjà vu. Hi, Wappi Doop. Vorbeischauen. Gefallen Ihnen meine Umbauarbeiten? Auch nicht schon wieder. Ach ja, stimmt. Ja, ganz vergessen. Das ist ja ein Feature.
Ach, genau. Genau. Ach, stimmt. Und Fleischboy macht ja nebenan genau dasselbe. The chapter where shits collided. Okay. Wir haben keine Zeit zu warten. Wir nehmen die Treppe. Wer hat den größeren Emo-Deck? Diese Passage. Treppen. Coco, super Treppen. Oh, geh mit deinem fetten Arsch. Oh, 0-0. Ja, meine Kamera meinte, guck dir das an. Deine Kamera kann ja viel erzählen. Oh, warte mal. Erste Hilfe-Spray. Erstmal nachladen. Geil. Dumm rumballern, yo. Mal Nase putzen, yo. Wie mit mir ein bisschen. Oh mein Gott, ein Raum. Oh shit, Raum. Was ist das hier? Die haben eigene Kistendesigns. Oh, Hadouken! Diese Kiste hatte nie eine Chance. Wenn du ganz genau hinsiehst, kannst du einen Beefman da drüben rumlaufen hören. Ich find's aber schön, dass sie es wirklich mit keinem Stück Beachtung schenken. Ja. Ich meine, ich sehe ihn ja heute. Sehe ich das richtig, wenn er 70 Donation bekommen hat? Ja, zweimal heute. Das eine waren sogar 75. Oh nein, Death Frisbees! Nicht der Rovento-Staubsauger der Hölle. Da geht zu Chris rüber. Echt mal, geht zu Chris. Wenn der stirbt, ist nicht so wichtig. Ah, hier slidet, finde ich gut. Ich werde es weiterhacken, aber versuchen Sie es manuell zu umgehen. Es ist wie Air Hockey. Du bist. Na gut, die alte Taktik. Ach so, sie so aktivieren. Oh, ich hab so viel. Da wird man sie am ehesten los. Das ist wie Air Hockey. Fang mich! Sicherheitsverstoß. Du kriegst mich nie! Du kriegst mich nie! Nicht, wenn ich auf maximal Überschalltempo gehe. Oh nein, mein maximales Überschalltempo. Ach so, ja. Ich soll hier das Sicherheitssystem. Mach du mal Sie weiter. Sich um ich mach Freude. Schon. Du bist der Hacker. Sicherheitsverstoß. In Raum Zero. Sicherheitsverstoß. Ich hab immer noch so an die 130 Schuss. Deaktiviere Verriegelung. Ups. In Raum 1. Wie bist du das immer, wenn ich nicht live mitbekommen kann? Du warst halt nicht da in dem Moment. Jemand möchte nicht, dass wir Ada kriegen. Oh Gott, ist das die Stimme von Pupsi? Wow! Schön, dass ich mich nicht wehren darf, weil ich auch nicht umsehen muss. Gut programmiert, Capcom. Gut programmiert. Weißt du, auf einmal sehe ich wieder und auf einmal BOOM! So nach Motto, guten Tag! Stehen bleiben! Was für eine taffe kleine Lady. Eine taffe kleine Lady. Sie ist tough und klein. Ich esse dein Herz mit einem Chianti. Mit einem Chianti? Vader! Oh Gott, ist das Chris' deutsche Stimme? Du wirst gleich den Cringe deines Lebens erhalten. Bleiben Sie dran! Oh mein Gott! Klingt nett, ne? Oh Mensch, mein Dude, ich hab doch gerade gesagt, wir machen das Kapitel hier noch und dann ist Feierabend für heute. Irgendwann leidet sein Arsch halten echt. Sie auf. Nee, also meinem Arsch mittlerweile geht's richtig gut wieder. Und das obwohl mein Stuhl. Das ist ja das Interessante. Weißt du, der andere Stuhl, auf dem ich die ganze Zeit saß, der ist relativ neu, weil ich den so gut wie nie benutzt habe. Der ist also noch voll ausgelegt, ne? Aber mein jetziger, der ist schon platt gesessen wie sonst was.
Ja, aber Persona 5 kostet ja keine 70 Euro. Das kriege ich bei Rebuy schon für 30. Und da werde ich es mir auch wahrscheinlich irgendwann holen. Beef Move! Also würden wahrscheinlich beide Spenden in den Bürostuhl gehen. Leon! Oh Gott! Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin Chris! Justin Bieber, oh mein Gott! Ich bin Chris Redfield! Kennst du mich noch? Eine Zeugin! Sie steckt doch hinter allem! Echt mal! Tut sie nicht, es war Simmons, der nationale Sicherheitsberater. Wegen ihr habe ich meine Männer verloren! Alles wegen Simmons! Mann! Bitte. Leon! Kannst du mich nicht verstehen, Mann? Jetzt nimmst du mich aber nicht ernst. Alter! Ich habe meine Bros verloren. Meine Buddies. Ist dir Pussy wichtiger als Leben, Mann? So klingt er. So klingt Chris. Er hatte einen harten Tag. Sie Mann! Haben seinen Schnitzel weggenommen. Was ist der richtige Mann? Guck dir mal meinen Sidekick an, Mann! Captain! Ja, ja. Flashbang! Pupsbirne. Das war Pupsbirne. Mann! Kannst du nicht einfach so eine Flashbang machen? Alter! Das finde ich jetzt aber nicht cool. Mann, ich kann nichts sehen. Er wird sie umbringen. Chris, warte. Was ist, Mann? Wir beide wollen doch dasselbe. Also gut. Die BSA. Noni! Du kümmerst dich um Clip das einer, bitte. Danke für den Bit. Was ist, Leon? Du wirst das Richtige tun. Wo willst du denn das wissen? Okay, ich werde jetzt in der Zeit zurückreisen, nach Deutschland ziehen und mich Udo Lindenberg nennen. Dieses Gesicht wie Udo Lindenberg. Ich vertraue Ihnen. Okay. Oder Guido Horn. Na los. Na, so weit würde ich nicht gehen. Mann. Udo Lindenberg. Alter, hol. Leon, Helena, bitte komm. Ja, was ist los? Das können die doch nicht machen. Sollte Simmons direkt voraus sein. Oh, doch, können die. Passen Sie auf. Hannigan Ende. Alter. Der klingt ja richtig scheiße. Och, das sagst du doch jetzt aus Emotionen heraus. Nee, Mann. Leon, sind Sie wirklich damit einverstanden? Unser Ziel ist Simmons. Alter. Bereuen Sie, dass Sie ihr nicht gefolgt sind? Um Ada kümmern wir uns später. Oh nein. Jetzt geht es einzig und allein um okay. Simmons. In Ordnung. Ich kann dir nicht folgen, dieses... Hüfthohe Fass steht im Weg. Wie doof sieht das eigentlich aus, wenn man mal so die Waffen richtig schnell durchswitcht? Oh Gott, bei dir sieht's ja noch dümmer aus. Sekunde, mal ein bisschen geschmeidiger hier. Sieht so blöd aus. Waffenroulette. Oh Gott, sieht das bescheuert aus. Also der Typ, der für die Animation zuständig war, muss sich im Grab umdrehen. Ja, der denkt sich auch, Alter, why did I? Und für sowas habt ihr mich missbraucht, ihr Schweine. Dafür habe ich bezahlt. Dafür werde ich bezahlt. Ich meine, dafür habe ich bezahlt. Ich bin Chris Redfield! Dafür ist mein gesamtes Team draufgegangen! Ich prügel Steine als Hobby! Ich hab zwei Steine schon weggerollt. Ja eben, also... Aber du hast sie nicht geschlagen. Das ist ein Unterschied, Punk! Ja, weil ich nicht so blöd bin wie du. Mann! Das kannst du auch so nicht sagen! Ja, ja, es war warm, du hattest Stress, der Vulkan hat dir Aua gemacht, ist klar. Lava schmeckt Aua!
Du musst ja auch nicht alles in den Mund nehmen, wenn das irgendwie nach Essbarm aussieht. Das kommt aber unerwartet. Ja, ohne Scheiß. Nein. Chris' deutsche Stimme ist so abgrundtief schrecklich. Perfektes Timing. Seien Sie so nett und nehmen Sie die beiden fest, hör? Sie sagen, Sie stecken hinter dem Terrorangriff. Stimmt das? Was? Laufen die herum und reiben es jedem unter die Nase, der zuhört? Antworten Sie! Es dient dem Schutz der Vereinigten Staaten und der globalen Sicherheit. Mensch, Simmons! Die Meinung des Präsidenten gut für das Land sein. Der Präsident ist tot? Tja, dafür können wir uns bei Leon bedanken. Fahren Sie zur Hölle, Simmons! Das ist überhaupt nicht meine Schuld, Mann! Alter, einfach abdrücken, Ende. Nein, aufhören! Gut, dass ihr alle bei Star Wars gelernt habt. Euer Aim ist scheiße. Naja, was erwarte ich aus der Distanz mit einer Uzi? Jeder mit einem normalen, halbwegs denkenden Hirn würde irgendwas Präzises nehmen. Vor allem aus der Distanz mit einer Uzi in der Nacht mit Sonnenbrille. Ja, meine Güte, nimm eine Scar oder meine Güte, irgendwas. Nimm eine Schrotflinte von mir aus. Selbst das, da trefft ihr wenigstens etwas. Vor allem, warum tragt ihr Wichser in der Nacht eine Sonnenbrille? Ja, damit das Cover von Chris irgendwann kommt. I wear my sunglasses at night. Warnen Sie die Männer draußen. So I can. Boah, immer diese Trolls. Mensch, das war jetzt eine Distanz, wo man treffen kann. Ja, guck mal, der hat's richtig gemacht. Sie hat mich erwischt. Oh nein. Nicht. Es wird Zeit für meine Filler-Folge, in der ich meine höchst dramatische Jugend erkläre. Meine Güte. Er entkommt uns. Na los. Oh, ich muss meinen Zug kriegen. Die Bahn kommt. Die Moment. Bahn, Deutsche Bahn. Moment, das kommt jetzt doch schon? Ja. Ich dachte, das kam später erst. Nee, nachdem wir das haben, geht's ja dann los von wegen nächstes Kapitel, Gas, bla bla, und sind es dann in seinen Endlosform. Ja, genau. Okay, gut, dann kommt das jetzt noch und dann ist Schluss für heute. Wir haben jetzt wenigstens die Genugtuung, dass wir Simmons nochmal in den Arsch drehen dürfen. Atomfisch, dank dir dir fürs Hosten. Eat the fish. Kommen Sie zurück! Sie klingt jedes Mal so weinerlich dabei. Komm bitte zurück! Ich hab keinen Bock mehr. Bitte! Wir beenden das jetzt. Ich will nicht mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Weißt du, wenn du merkst, dass Synchronsprecher da an irgendeinem Punkt einfach keinen Bock mehr. Ich werde nicht so viel bezahlen. Wir kriegen Sie, Simmons. Oh, kann ich wenigstens wieder zurückziehen? Das ist ja nicht besser als das hier. So in die Richtung geht das. Ja. Ich kann sie verstehen. Achso. Oh. Papa! Hab Spaß! Komm mit! Klar, so stark bist du. Aber eine Tür kriegst du allein nicht auf. Du auch nicht. Ich will dir nur das Gefühl geben, wichtig zu sein. Aber ist die Stimme vom Chris vom letzten Resident Evil Film etwas besser? Um Längen! Also wenn wir jetzt von Vendetta reden, ja! Das war ja auch der einzige, wo Chris vorkam. Nee, ohne Scheiß, da ist seine Stimme eigentlich richtig gut. Also richtig gut. Das ist auch ein Kunststück. In dem Spiel hier haben sie ihn ja auf extra beefig getrimmt. Ich hab Emotionen. Welche Frau? Wie du meinst, er klingt wie Udo Lindenberg. Mein ganzes Team ist gestorben. Mein ganzes Team ist tot, Mann! Sie gehören uns. Ist es das, was Sie wollen? Sie nach, hätte er die Wahrheit über Raccoon City veröffentlicht. Was für eine Wahrheit! Es ist schon alles offengelegt. Es gibt Zeitschriften darüber, du Penner. Mann! Egal wie viele dabei sterben, ich kapier diesen Plotpunkt nicht. Jeder Depp auf diesem Planeten weiß, dass Umbrella scheiße war und Raccoon gesprengt hat. Eben. Was für Geheimnisse. Oh, man könnte sagen, Simmons hat Zug bekommen. Ich glaube, er hat einen Nacken. Ja.
Oh. Danke für den Bit, das Glas. Das ist aber Arschspalterei. Das Schlimme ist, jetzt zu Anfang ist er ja noch ein cooler Boss irgendwo. Ja, bis zum T-Rex. Lach jetzt einfach nur. Ja, der T-Rex ist auch noch cool. Und dann geht's weiter und weiter. Hängen wir ihn ab, solange wir noch können. Schmeißen wir ihn vom Zug. Verdammt sei, alle beide. Nee, das wäre jetzt sinnvoll. Oh, hi. Oh, hi, Mark. Aua! Man könnte ja auch wie blöd draufballern, während das Vieh nicht böse ist. Meine Güte, was hast du's denn, ey? Oh Junge, ich krieg ja nicht mal ein paar Tic-Tacs weg. Ich kann mich... Ah! Oh geil, das ist ein rotes Kraut, aber ich kann's nicht... Weil die Kamera... Ja, die Kamera will mich gerade tot sehen. Ich renne um mein Leben, so wie das Spiel ich will. Ich versuch es zumindest. Oh, wo ist er denn nur? Ich kann... Oh. Meine Güte, jetzt hat sich endlich mal meine Kamera geändert und nicht nur sie. Leon, helfen Sie mir. Ich glaube, ich komme darauf. Okay. Oh, okay. Er ist zu schnell. Hi. Wir von zwei Seiten angreifen. Cool. Nice shit. Leon, na los. Achso. Hoppa! Ja, vor allem, wir müssen von zwei Seiten angreifen. Ich stehe jetzt auch hier oben. Das bringt's. Ja? Okay, erste Hilfe-Spray. Stimmt. Geil, Munition. Natürlich ist hier oben drauf ferngesteuerter Sprengsatz. Oh, Kamera, natürlich. Bitte! Geh mir mal aus dem Blickfeld. Alter. Werde sie töten. Ja, ja, ja. Oh nein, ich habe seinen magischen Rücken attackiert. Du wirst mich töten, du wirst mich töten, du wirst mich töten, du wirst mich töten. Ich schieß mal ein bisschen mit drauf. Beste Methode, um eine BOW-Platz zu kriegen. Deine Fäuste. Blöde Scheißbahn. Es ist die Bahn. Die Bahn kommt. Ob du willst oder nicht. Sag mal, ist der nicht gerade so zur Seite rausgekrabbelt? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, er ist oben raus. Jetzt ist die Tür weg. Gerade eben war sie noch da. Na, guck mal. Hallo, Bello. Hä, wie bist du da hochgekommen? Durch die Tür. Oh, Tatsache, ich kann dann einfach hoch. Sombra the door. Ich dachte, man braucht da... Oh, hi! Elena, gute alte Mann. Ist alles okay? Ist er tot? Oh, halt einfach drauf, Gottes Willen. Leon! Hi! Toss me! Leon, alles okay? Ist er jetzt tot? Das muss Einbildung sein. Das muss Einbildung... Ja, Leon, definitiv. Total. Er ist einfach die Sport bei mir. Megatron. Oh, hi. Hi, Mark. Alter. Die Züge werden auch immer hässlicher. Ja. Scheiße, er schießt mit Nudeln. Pass auf. Oh nein, nicht die Pastafari. Achso, er schießt mit Spaghetti. Oh no, not my spaghetti, someone shoot my spaghetti! Aua! I got hit by spaghetti! Ach, zum Glück habe ich ja einen Haufen Mecklenburg-Geschnall gesammelt. Na, die habe ich in den Truthahn geschossen das letzte Mal. Ich ja auch, aber trotzdem krieg ich ohne Ende. Stimmt, ich habe eigentlich auch noch ein bisschen... Oh, hi! Yeah.
Simmons, digitiert zu! Wobble Simmons. Ach, guck mal, der Zug kommt. Fuck this! Die Bahn kommt. Das Schlimmste ist, das ist eigentlich noch eine der geilsten Szenen hier. Das war totaler Bullshit. Haha! Herren fliegen. Schieb dir deine Nudelgun sonst wohin. Entladet noch ein paar Magazine auf ihm. Meine Güte, nicht immer drauf gucken und fragen, ist er tot? Meine Güte, einfach mal ein bisschen drauf halten und nicht drauf gucken. Weiterballern. Ja, ihr habt da Waffen und keine fucking Webcams. Oder sie fragen sich, wie zum Fick können seine Schuhe und Klamotten mit digitieren? Nee, ohne Fuck, wie zum Fick geht das? Das gehört zum System. Er ist ein Transformer. Vor allem bescheuert genug, wie der Typ sich umwandelt. Nein! Oh shit, no fucks were given that second. Ach, bitch, please, mein Sidekick schießt dich an. Ein Kill für mich. Mann! Kannst du nicht machen. Die Stimme ist nichts für dich. Nee, die tut weh. Meine Familie! Scheiße, Mann! Ja, ja. Höchstwahrscheinlich wird man gegen irgend so ein Kabel knallen und sich dabei sonst was brechen. Höchstwahrscheinlich, sie haben es. Probably, yes. Aber okay, es ist Leon, der... Ne, wenn man Vendetta geguckt hat. Ja, he survived worse. Es ist Leon. Elna hingegen. Ach. Die Frisur sitzt. Und die Frisur sitzt. Echo-Team an HQ. Bitte komm. Wir bringen die Zivilisten in Tachi in Sicherheit. Ich will aber nicht. Alter, ich hab aber keinen Bock, Mann. Ich will nach Hause Spaghetti essen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen Spaß haben. Aber ja, Leute, Zombie-Film nicht dazu. Always double tap. Ja, doch. Hey, Sie, ordnen Sie sich ein. Was willst du? Ich laufe jetzt langsam und halte mir die Brust, damit es wirkt, als wäre ich außer Atem. C-Virus-Infektion, ja, war ich gerade drin baden. Hat geschmeckt. War lecker. Salzig. Hat was von Brausepulver. Kennt ihr diese Hawaii-Brause? Oh Gott. Oh ja, der blanke Terror. Ich sehe die Furcht in ihren Gesichtern. Ja. Vor allem, das ist so die adäquate Anzahl von Bewohnern in einer Megametropole wie China. Ja. Ja. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Nein. Wir hatten noch keinen Raketenwerfer. Leon, by the way, mein Headset funktioniert noch. Cool. Entführt. Oh mein Gott, ihr habt ein bisschen Dreck in eurem Gesicht. Das heißt, ihr wurdet sehr stark mitgenommen und in Leidenschaft gezogen. Mein Handy funktioniert noch. Okay, das ist es blanker Bullshit. Du kannst mir nicht erzählen, dass diese scheiße SD-Karten-Slots wasserfest sind. Und die SD-Karte auch. Spätestens wenn du beides kombinierst, müssen eigentlich die Funken fliegen. Du wolltest einen Raketenwerfer. Ja. Da kommt die Rakete. Und nein, nicht Chris. Chris, Mann. Wir sind direkt bei Tachi. Warum? Geh weg, Mann! Sonst muss ich anfangen zu singen. Ich habe aus Versehen den roten Knopf gedrückt, Mann. Du willst da nicht sein, Mann.
Ich weiß nicht, was passiert ist. Es war nicht meine Schuld, egal was die Presse sagen wird. Scheiße, Smogon. Und so, liebe Kinder, entsteht Smog. Ja. Taco Night! Immerhin ein Vorteil hat diese Szene. Tatsächlich mal eine Skyline. Na doch. Göttlich hässlich. Ich finde es wirklich bemerkenswert, dass sie instant mit gruseligem Zombie-Make-up und Blut bespritzt werden. Ja, doch. Finde ich sehr lobenswert, sehr ökonomisch und effizient. Oh Gott, wie die Leute auch aussehen. Da der obligatorische Taxifahrer, der in Panik gerät. Und mindestens fünfmal wurde gerade derselbe gefressen. Ich glaube auch. Ja, gut, dann haben wir das immer wieder. Ja. Gab's so wenig Feinde in diesem Kapitel? Stimmt, es bestand überwiegend aus Bossen und dumm rumrennen. Ja. Stimmt. Ufnafuck. Eben, da, es gab ja nicht viel. Schön. Ja. Spiel beenden. Achso, ja, jetzt habe ich auch noch weitergedrückt. Ja, macht nichts. Ja, komm, ich kann ja einfach aufhören. Jetzt kann ich mir nämlich noch Zeug kaufen, yeah! Verlassen. Kann ich mir nämlich Schusswaffe Level 3 holen. Boah, geiler Shit, jetzt habe ich Schusswaffe V3, geil, ey. Verlassen. Boah, es ist wie, das Spiel ist wie eh und je. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte es vermisst. Die schönste Passage kommt ja beim nächsten Mal dann. Welche meinst du jetzt? Simmons und Simmons und Simmons und Simmons. Oh, oh. Oh nein. Moment, läuft bei dir die Cutscene jetzt oder hast du beendet? Bei mir läuft sie noch. Oh, bei dir auch? Ja, wahrscheinlich, weil ich auf weiter gedrückt habe. Bei mir läuft sie noch. Ja, bei mir auch. Ich müsste ja auch noch überspringen. Verdammt! Hey! Chris, hör mir zu. Du musst zwei Geiseln aus einem Unterwasserölfeld retten. Agent Sherry Birkin und Jake Mueller. Ist mir scheißegal, Chris, dass gerade Tokio stirbt. Wesker? Chris, er hat Antikörper für das C-Virus. Vor allem Chris hört nur Wesker und denkt sich... Wesker! 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 Warte. Ich muss dir noch etwas sagen. Gut synchronisiert. Ada Wong ist tot. Roger. Sherry und Jake brauchen dich. Lass sie nicht im Stich. Ist alles okay? Finden wir die Überlebenden und dann nichts wie weg hier. Ich würde eher sagen, wir hauen jetzt erstmal ab. Ja, ja, weil ich... Nein, 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 stop this, stop this Skullduggery at once. Den geht es gut, alles ist mir... Nein, 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 nein. Erstmal twittern, fuck this shit, I'm out. I'm with stupid in the Zombie-Apokalypse. Und tschüss, bye bye, Flashbang. Wir verpuffen einfach. Ja. Wir waren nie da. Uns gibt's gar nicht. Oh, instant deaktivieren, ausschalten, deinstallieren, wegwerfen, verbrennen, duschen, lange duschen, noch mehr duschen. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber ich gehe jetzt leider mal auf Klo. Das ist mein...